So, also jetzt leucht, leucht. Und ich versuche jetzt mal, mir meine Alu-Konstruktion da zusammenzubauen, auf dass ich sie dann hoffentlich halbwegs brauchbar brauchen kann. Genau. So. Okay, soweit so. Ne, seht ihr? Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich sehe nämlich nicht, was die Kamera sieht. Aber spätestens jetzt seht ihr es hoffentlich. Habe ich jetzt einfach so ein bisschen schalenförmig zusammengebastelt. Jetzt kommt da ein Schluck Wasser rein. Langt schon. Und ab auf die Glut. Ah, shit. Ja. Nein. Heiß. So. Okay. Sieht man? Weiß ich nicht. Ja, sieht man. Und ja, das ist jetzt ein Schluck Wasser. Dazu kommt ein Schluck Douglasiennadeln. Und das sollte zumindest für eine heiße Trinktemperatur eigentlich ausreichen. Also da ist eigentlich schon noch ordentlich Glut ist drunter. Dampft das schon? Sollte auch eigentlich sehr schnell gehen, weil die Alufolie ist ja super dünn. Deswegen müsste das Wasser die Temperatur wirklich recht schnell aufnehmen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Bisher ist immerhin. Sicher, dass du da noch Wasser drin hast? Bitte? Bist du sicher, dass du da noch Wasser drin hast? Ja, ja, das ist schon nass. Ah, ja. Ja, ja. Man sieht es nur nicht so gut. Aber bisher ist immerhin nichts rausgelaufen, sonst wie gestorben und daneben gegangen. Also alles im grünen Bereich bislang. Habe jetzt inzwischen auch den Akku gewechselt. Und habe jetzt auch gegessen, Stockbrot. Naja, dadurch, dass man das so langsam isst, macht es einen irgendwie mehr satt, als es einen satt machen sollte. Aber andererseits, ich meine, ich kann auch durchaus mal einen Tag weniger futtern. Ich futter sonst schon genug. Schatz, ja? Was machst du da hinten? Ich bin rauf gegen die Kirche. Okay. Wieso? Ja, ich habe mich nur gewundert, dass du so weit weg bist. Oh nein, der Stock hier ist nass geworden. Hast du dir auch schon überlegt, wie du das trinken möchtest? Ehrlich gesagt, ja. Ich bin aber noch zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. Da wäre ein Strohhalm eine feine Sache. Mhm. Da ist gerade ein Fitzelchen Asche reingeflogen. Nein. Oh, es bilden sich Mini-Blasen auf der Alufolie. Und tatsächlich wird das Wasser von sehr kalt zu im weitesten Sinne ganz entfernt an ein warmes Gefühl erinnernd. Dann kann ich ja jetzt beichten. Machen tue ich das auch zum ersten Mal. Ah.
Aber ich meine jetzt für so eine Survival-Situation, da ist so ein Schluck trinkbares Wasser, das macht schon, ne? Also, ja, Survival-technisch macht das schon was aus. Wenn man jetzt zum Beispiel eine PET-Flasche hätte oder sowas, dann könnte man ja auch die PET-Flasche mit der Alufolie auskleiden und beides ins Feuer stellen. Ob die PET-Flasche dann wegschmilzt, ist im Grunde ja egal. Das macht sie, dann halt alles im Wasser. Ja, nee, das geht ja nicht durch die Alufolie. Andererseits, dann hebt wahrscheinlich... Dann hebt ja, die Flasche ja das hebt, okay. Ein Riesenstank. Ja, ist gut. Dann nicht. So, aber jetzt scheint sich hier wirklich... Ja, das wird warm. Es wird definitiv warm. Hat ja keiner gesagt, dass das rucki-zucki gehen muss. Ja, und dann nehme ich vom Feuer und warte, bis es kalt ist und dann trinke ich einen Schluck. Ist die Frage nur, scheiße, wie nehme ich das vom Feuer? Wenn ich es anfasse, dann ist ja auch doof. Handschuhe. Handschuhe habe ich übrigens auch dabei, habe ich vergessen zu erzählen. Und ich habe auch noch eine kleine Mütze. Verschlafen. Also eine sehr simple, nicht besonders warme. Aber ja. Weil der Hut im Schlafsack, das kommt immer nicht so cool. Aber für den Morning Report. Ja, das sowieso und für den Weg heim. Ja. Was du noch nicht wissen kannst, Schatz, ich habe der Kamera schon erzählt, enden tut die Aktion morgens um 11. Weil ich ja um 11 angefangen habe. Ui. Ja. 11 daheim sein? Nein, theoretisch geht auch später. Dann ist der Rest halt noch Spaziergang. Ne? Könnte sogar wirklich ein bisschen knapp werden. Mhm. Dann müsste ich zum Sonnenaufgang los, damit ich dann unterwegs noch ein bisschen was machen kann. Also ich habe keine Ahnung, ob man es auf der Kamera sieht, aber das Wasser beginnt zu dampfen. Wenn wir es jetzt noch sprudeln, kochen kriegen, das wäre ja krass. Nicht, dass ich dann trinken kann, aber... Hast du irgendeine Idee, wie ich das dann da wieder runterkriege? Ja, lass mal jetzt kurz anfassen, zack, zack, vor dich hinstellen. Mhm. Beherzt das zureichen. Mhm. Ja, doch, das geht noch. Ja, links ist kalt, rechts ist heiß. Mhm. Aber so, in der Summe geht es in einen warmen Ausgleich. Mhm. Und falls mir jetzt übrigens jemand kommt mit von wegen, oh, Alu ist krebserregend, blablub und so weiter. Krebserregend ist nicht bewiesen. Dass es gesundheitsschädlich ist, das ist so, ja. Aber wenn man jetzt einmal einen Schluck Wasser aus einer Alufolie säuft, dann bringt einen das nicht um. Definitiv nicht. Jetzt dampft es aber aus der Folie. Aha. Jetzt sehe es sogar ich. Aha. Noch Survival-Verwendung für eine Brusttüte? Eigentlich nicht. Dann nehme ich sie wieder mit. Aha. Aber es ist echt gut, dass beim letzten Keks sogar noch so ein bisschen Klopapier dabei ist. Ja, Stabilitätsverpackung. Ja, das, da habe ich Glück gehabt. Ja. Hast du mir doch noch was Sinnvolles mitgebracht? Hey. Mhm. Wäre alles sinnvoll gewesen. Ja, alles sinnvoll. Total. Sicherheit, Nahrung und Wärme. Aha. Ich bin schon überrascht, dass du meinen Wunsch nach einem Dach einfach ignoriert hast. Ja, ich durfte doch aussuchen. Ja, schon. Selber schuld. Du hast die Regeln gemacht. Ja, stimmt. Dann kannst du noch so viel... Hättest du einfach einmal erwähnt, oh, ich habe gar keine Plane dabei und nicht... gefühlt zwei Tage lang drum gebettelt, wäre es ja vielleicht anders ausgegangen. War da nicht mal mehr Wasser drin in der Schale? Verdampft? Ja, sieht fast so aus, ne? Dann nimm sie runter. Ja, ich glaube schon. Leuchtet du mal? Ja. Tada! So, warte mal, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Ganz unten. Ja, ich heb sie jetzt hoch. Thank you.
nam, 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 nam. Also tatsächlich, das schmeckt wie Douglasiennadeltee. Und sogar noch gut. Mal probieren. Ich kann nicht alles halten. Ja, warte. Ich nehme das Licht. Wo hast du das rausgenuckelt? Na ja, wo ist halt. Ne? Braucht man eigentlich kein Licht mehr. Ich sehe nicht, was kommt. Das ist ja voll fies. Oh. Mhm. Lecker. Okay. Aber deins. Ja. Also, Douglasiennadeltee, Mission erfolgreich. Check. So, jetzt hat Wanderung im Dunkeln. Viel sehen tut ihr natürlich nicht. Das tue ich auch nicht. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Gab gerade eben noch so ein kleines Orientierungsproblem. Da war nicht ganz klar, ob, ja, wo ich lang muss. Aber habe dann doch mich richtig entschieden. Das ist eine Abzweigung, die ich ganz vergessen hatte zu beachten, als ich dann zur Feuerstelle bin. Jo, meine Evelyn ist wieder abgehauen. Das kann ich ihr auch nicht wirklich verübeln. Sorry für die Wackelkamera, das geht jetzt gerade nicht besser. Und ja, wen es massiv stört, der guckt am besten nicht hin. So, jetzt machen wir mal richtig viel Licht. Mehr Licht gibt die kleine Taschenlampe nicht her. Die ist aber auch wirklich sehr, sehr klein. Deswegen ist es eigentlich sehr erstaunlich, wie viel Licht die eigentlich hergibt für ihre winzige Größe. Ja, schön, dass sie noch ein bisschen geblieben ist zum Feuerle sitzen. Gut, das machen wir ja beide sehr gerne. Und das hat auch gut getan. Und die Motivation, ganz ehrlich, ja, wenn sie jetzt wegfährt, wieder gemütlich heim in unser Bett, ja, und ich hier im Walde hock mit Schrott, dann ja, ne? Also ich habe schon gern, das stelle ich jetzt gerade mal wieder fest, ich bin ja gerne draußen und ich habe auch kein Problem mit dem draußen schlafen, aber man hat dann schon gern Ausrüstung, ne? Die was taugt. Und eine gescheite Isomatte, das ist jetzt sogar das Ding, das mich noch ein bisschen umtreibt, ob das mit der Bodenisolation klappt. Eine gescheite Isomatte wäre jetzt schon was Feines. Aber andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, die hätte ich jetzt nicht noch in den Hut bekommen. Ne? Und so ein bisschen Improvisation muss ja dann auch sein. Und ich meine, ich habe immer einen Schlafsack. Aber jetzt am Feuer, also als es am Ausgehen war, wurde es auch schon ordentlich kalt, muss ich sagen. Also viel zu warm ist man nicht. Kann ich wirklich nicht behaupten. Hoppala. So, hier geht links ab. Ich glaube, man kann sehen, dass da ein Weg abgeht. Also eine Rückigasse. Und da muss ich hoch, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann muss ich gucken, dass ich meinen Schlafsack finde. Ich habe also als Wegmarkierung quasi einfach direkt meinen Schlafsack hingelegt auf meinen Laubhaufen. Die Isomatte hatte ich dabei am Feuer zum Draufsitzen. Und ja, schauen wir mal, ob wir das Plätzle wiederfinden. Aber das sollte eigentlich problemlos funktionieren. Ich hatte jetzt noch überlegt, ob ich von dem Grünzeughaufen unten, den ich mir als Orientierungshilfe gemerkt habe, noch was mitnehme. Aber das ist schon alles so klein gehäckselt, dass man da immer noch ein Stück Ast pro grünes Ding dranhängen hat. Und das macht es dann weniger komfortabel, sage ich jetzt mal. So, passt soweit, glaube ich. Dicker, fette Douglasie. Also die hier. Ne? Jetzt wird man wieder gut warm. Also sobald man sich bewegt,
kann ja im Grunde die Jacke ausziehen, auch jetzt noch. Aber ist ja ganz gut, wenn ich jetzt gut durchheize, weil ich lege mich dann direkt in den Schlafsack, mampf noch ein bisschen und ja, ich verrat's euch. Evelyn hat mir gerade noch einen MP3-Player in die Hand gedrückt. Ist natürlich auch sehr lieb. Dann höre ich einfach noch ein bisschen Musik, weil man muss sonst die Nacht halt schon sich um die Ohren kloppen. Ne? Weil so früh schlafen gehen, gut, es gibt Leute, die können das. Ich gehöre nicht dazu. Und dann ist das schon sehr hilfreich, wenn ich dann noch ein bisschen Musik hören kann. So, ungefähr hier muss ich abbiegen, glaube ich. Und habe hier irgendwo da hinten, da liegt er, den Schlafsack. Jo. Also dann, ich mache es mir bequem und dann halte ich euch noch mal auf dem Laufenden. Da liegt er. So, News. Folgendes. Ich hoffe, man sieht mich einigermaßen so irgendwie. Ja, ich weiß es nicht. Ich sehe mich ja selber nicht mit der Kamera. Also, jedenfalls News. Ich liege jetzt hier mal eine Weile testhalber im Schlafsack. Ist noch nicht so spät. Ich habe gar keine Uhr dabei. Aber Evelyn ist noch nicht so lange weg. Also, keine Ahnung. 8:30, 9:00, sowas um den Dreh. Also im Grunde eigentlich sinnvollerweise Zeit, wo man sich auch wirklich dann eben zur Ruhe legt. Und ob man jetzt gleich schläft oder nicht, das ist ja nochmal eine andere Frage, aber man sollte schon gemütlich im Sack liegen. So, Problem. Problem ist jetzt folgendes. Ich stelle fest, dass meine Ansprüche an die Unterlage, auf der ich so liege, tatsächlich im Lauf der Jahre offenbar gestiegen sind. Ja? Also als ich mit dem ganzen Kram angefangen habe, da war selten nach unten die Bodenisolation ein größeres Problem. Ja, selten. Kann mich genau genommen eigentlich fast nie. Kann mich nicht erinnern, dass das mal für größeren Unmut gesorgt hat. So. Aber seit paar Jährchen, ne? Also seit ich nicht mehr ganz schlank bin, wird das immer mehr ein Thema. Und ich hatte mir ja extra für Grönland nochmal eine extra warme Isomatte gekauft. Mit dem Erfolg, dass auch tatsächlich keinerlei Probleme mit der Bodenisolation da gewesen sind. Ja, die ist kuschelig warm und die vermisse ich jetzt gerade sehr. Weil vermutlich hängt das damit zusammen, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich schwerere Körperteile bekommen habe und genau diese tendenziell schwereren Körperteile, die drücken jetzt mit ihrem Gewicht nach unten auf meine Bodenisolation und lassen meine Bodenisolation etwas unzureichend wirken, vorsichtig ausgedrückt. Ansonsten ist der Schlafsack schön warm, der ist zwar nicht mehr der ganz neueste und bringt nicht mehr seine Hauptleistungen, die er theoretisch bringen sollte, aber für so eine 4 Grad, 3 Grad, lass es 2 Grad sein, Nacht, die wir noch nicht haben, das wird ja noch ein bisschen kühler werden, aber 4 haben wir auf jeden Fall, also weniger, mehr ist es nicht, so rum. Da ist der Schlafsack völlig ausreichend, aber meine Bodenisolation, die lässt sehr zu wünschen übrig. Also ich liege verdammt kalt, wenn ich jetzt auf der Seite liege, also auf der Hüfte kalt, Hinterteil, also seitlicher Bereich vom Hinterteil sehr, sehr kalt und Rücken hoch bis zum Brustkorb, also Seite vom Rücken logischerweise, auch sehr kalt. Also das kühlt ordentlich aus. Da der Rest von mir warm ist, kann ich das zwar irgendwo kompensieren, aber eine schöne Nacht wird das nicht. So, das heißt, ich muss was unternehmen. Was ich nicht machen werde, vorher gehe ich nach Hause und sage, ich bin gescheitert, aber was ich mit Sicherheit nicht machen werde, ist jetzt hier noch im Wald rumrennen des Nachts mit dem Licht und verzweifelt versuchen, meinen Laubhaufen noch größer zu kriegen. Das geht mit dem hier vorhandenen Laub nur schlecht.
da würde ich dann einfach aus der fürs nächste Mal dann eben mitnehmen, dass man sich eine Stelle suchen muss, wenn man im Winter pennen möchte, wo ohnehin schon viel Laub rumliegt. Vielleicht irgendein Loch, Bombenkrater, sonst irgendwas, wo du wirklich massiv Laub rumliegen hast, damit die Bodenisolation gegeben ist. Oder man sich halt wirklich Fichten, Douglasien, sonst was Zweige suchen muss und Turm hoch aufschichten und dann noch Laub obendrauf und dann noch eine Isomatte obendrauf. Also irgendwie so eine Erkenntnis würde ich da mitnehmen. Zu meiner Verteidigung, ich mache das zum ersten Mal im Winter ohne eine vernünftige Isomatte. Ja? Also das, ja, Winter, ne? Es könnte noch erheblich kälter sein, aber trotzdem, das zieht mir nach unten total die Körperwärme weg. Und egal wie sehr ich jetzt heize, das macht, gibt einem zu denken. So, aber wie gesagt, das werde ich nicht tun. Ich renne jetzt hier nicht rum und versuche noch einen riesen Laubhaufen aufzuscheuchen. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Dafür trainiert man ja, ja. Das Ganze heißt ja Survival Training und nicht Survival Ernstfall, sondern Training. Und da soll man was bei lernen und das habe ich jetzt so eben getan. So, was ich jetzt aber vorher versuche, bevor ich jetzt direkt heimgehe, man könnte mich natürlich auch von Evelyn abholen lassen, aber das mache ich nicht. Wenn dann laufe ich, ja. Also am Laufen soll es nicht scheitern. Das kann ich noch. Und es ist ja auch noch gar nicht so spät. Aber, ja, was ich jetzt vorher noch versuche, ist meinen Rucksack leer machen und meinen Rucksack noch unter die Isomatte legen und die verdammte Wärmflasche, die sie mir mitgebracht hat, auch noch entsprechend dazulegen, die auch noch ein bisschen als Isolationsmaterial eventuell durchgehen könnte. Da habe ich natürlich jetzt nichts reingemacht, aber ne, nur so als Idee. Wärmflasche, vielen Dank auch. Ja. Und mal gucken, ob das eventuell die Situation maßgeblich verbessert. Oh, das wäre jetzt so der nächste Schritt. Dafür muss ich leider wieder in die Schuhe, das ist ein bisschen unangenehm, aber hilft nichts. Probieren wir aus. Und wenn es dann nichts hilft, dann tatsächlich Abbruch und heim, weil so eine Nacht muss ich mir nicht geben. Ich habe genug Nächte tatsächlich gefroren, weil es keine Abbruchmöglichkeit gab und weil die Ausrüstung unzureichend war, weil es einfach zu kalt geworden ist und so Späße. Das habe ich einfach in meinem Leben genug gehabt. Das muss ich nicht mit Verlobte, die daheim gemütlich im Bett liegt und sich's gut gehen lässt. Das kriege ich einfach emotional nicht hin. Und ich bin gerade mal, was ist denn das? Weiß ich nicht, 5 Kilometer oder was von daheim weg. Also das kriege ich emotional echt nicht auf die Reihe. Aber gut, jetzt gucken wir mal, machen wir ein paar Anpassungen und dann liege ich noch mal ein bisschen Probe und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob man mich überhaupt gesehen hat oder irgendwas wird man gesehen haben. Es geht im Wesentlichen um den Ton. Ja gut, ich meine, es gibt auch nichts zu sehen. Es ist ein dunkler Wald. Wobei so dunkel gar nicht. Die Nacht ist relativ hell. Toller Sternenhimmel auch. Schöner Platz eigentlich. Aber ja, ein bisschen eine Isomatte, eine gescheite und ich würde schlummern wie selig. Aber so, mal gucken. Ja. Gut, wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Guten Morgen. Also, wie man sieht, lebe ich noch, sofern man überhaupt was sieht. Die Sonne ist jetzt eigentlich ganz gut aufgegangen, also für meine Verhältnisse. Ich sehe gut. Ich sehe schon ziemlich lange was. Das liegt daran, dass es eine sehr helle Nacht gewesen ist. Und so gegen Morgen, so ab 6:30 Uhr, wurde sie wirklich erstaunlich hell. Da hätte ich im Grunde schon zusammenpacken können. Ich hätte aber nichts filmen können. Und habe beschlossen, ich bleibe noch ein bisschen liegen. Keine Ahnung, wie spät es jetzt ist. Halb acht, kurz nach 7, sowas. Naja, Winterhalbjahr, ne? Aber nichtsdestotrotz, die Sonne geht auf. Und ich auch. Ja, mit der Rucksack-Unterbau-Methode bei meinem Lager habe ich es jetzt doch noch hingekriegt, dass ich jetzt einigermaßen frierfrei schlafen konnte. Erstaunlicherweise habe ich sogar von 8 bis 6:30, Quatsch, 8, von 1 bis 6:30 durchgepennt. Das ist dann doch eher ungewöhnlich für so ein improvisiertes Lager bei mir. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden. Habe jetzt auch eben noch mal ein Stündchen gepennt, eben von 6:30 bis gerade. Und dass ich sonst eher unruhig schlafe, ist eigentlich normal. Das ist immer so. Das hat sich im Lauf der Jahre auch nie geändert. In solchen Nächten.
wenn man zum ersten Mal draußen pennt, nachdem man mal wieder eine Zeit lang nicht draußen gepennt ist. Naja, meine erste Nacht draußen 2020. Einige mehr werden noch folgen. Ja, auch für mich ganz interessant, ist mein Schlafsack hier, taugt der noch was oder ist er inzwischen nicht mehr so gut, weil ich den auch lange nicht mehr benutzt habe, seit ich einen Down-Schlafsack habe. Alles gut. Der ist noch wunderbar. Und ich stelle fest, der wird immer passender, weil ich etwas an Volumen zunehme, wird dieser Schlafsack enger, was ja gut ist, weil dann funktioniert das mit dem Wärmerückhalt besser und man füllt den besser aus. Und ja doch, das war jetzt sehr kuschelig. Wir haben jetzt irgendwas um die, ich habe eben auf dem Handy Wetterbericht geguckt. Ich habe das Handy natürlich dabei, ne? Muss ich noch dazu sagen. Einfach um noch ein bisschen mit der Daheimgebliebenen kommunizieren zu können. So gute Nacht wünschen und so weiter. Da habe ich jetzt gerade mal geguckt, was laut Handy-Wetter-App, also der guten Wetter-App, ich habe mir inzwischen eine tolle gekauft, hier gerade für Temperaturen herrschen sollen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ich weiß es nicht, aber angeblich 3 Grad. So, und wenn ich meine Hand so kamerabedingt aus dem Schlafsack strecke, dann fühlt sich das auch sehr von der Lufttemperatur her nach 3 Grad an. Also hier im Schlafsack wirklich wunderbar kuschelig, überhaupt keine Probleme. Ja, der sollte ja theoretisch auch noch erheblich wärmer sein als das, was er jetzt tut. Das, ja, noch ein paar Grad weniger wären jetzt, also rein vom Schlafsack her sicherlich auch kein Problem gewesen, aber von der Bodenisolation auf jeden Fall. Also das ist sehr grenzwertig und gefühlt ist halt überhaupt nicht weich, ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt aufstehe, dann habe ich jede Menge Aua. Und ich habe mich dann zwischendrin oft drehen müssen in der Nacht, weil die eine Seite halt dann irgendwann mal echt wehgetan hat. Und dann dreht man sich halt um, bis die andere Seite wehtut. Und dann dreht man sich wieder um, bis wieder die andere Seite wehtut. Und jede Schlafposition, die es gibt, habe ich jetzt mal ausprobiert. Bauch, Seite links, Seite rechts, alles scheiße. Oh, Scheibenkleister. Oh. Aber ja, doch, ging dann erstaunlicherweise doch. Aber ich glaube, oh Gott, oh, das merke ich noch heute, wie gemütlich das hier gewesen ist. Ja, die gute Nachricht, zusammenpacken sieht jetzt so aus. Schlafsack einpacken, Zeug in den Rucksack schmeißen, nachdem ich den unter meiner Isomatte rausgekruschelt habe, Isomatte zusammenfalten und reinstecken, fertig. Also so einen kurzen Lagerabbau hatte ich, glaube ich, noch nie. Ne? Sehr cool. Ja, ich pfeife mir dann im Gehen noch einen meiner Nussriegel rein. Mehr Frühstück ist halt nicht. Langt auch, ich bin eh kein großer Frühstücker. Und dann melde ich mich von unterwegs nochmal. Ne? Ich möchte noch gerne am Steinbruch vorbei, euch den nochmal zeigen, einfach, keine Ahnung, ob es da noch was Interessantes zu finden gibt. Das mit dem Bärlauch versuchen ausbuddeln hat leider nicht geklappt, das hebe ich mir dann halt für ein andermal auf, das kann ich auch in meinem Einzelvideo machen. Da war es dann halt einfach zu schnell dunkel, das kommt dann wirklich flott, zack, zack, zack und dunkel ist, ne? Und dann hockt man sich mal noch 10 Minuten irgendwann hin und denkt, man macht noch ein kleines bisschen Päuschen und zack, ist dunkel. Ja, also schon schwierig. Beziehungsweise ist halt so. Okay, dann bis später. Noch ein kurzes Update zur Temperatur. Wir haben im Dorf oben, das ist jetzt noch ein Ticken höher als ich bin, vielleicht noch 100 Meter, also Höhenmeter, haben wir minus 1 Grad aktuell, sagt das Handy. Ist also doch noch etwas kälter als gedacht. Das heißt, hier sind wir jetzt wahrscheinlich bei 0, wo ich mich jetzt befinde. Normalerweise sagt man so ungefähr 1 Grad pro 100 Meter in etwa. Ja, aber jetzt packe ich wirklich zusammen und mache mich los. Und es ist im Übrigen auch schon 8 und nicht halb 8. Das habe ich etwas falsch geschätzt. Ja, ne? Bis gleich. So, ich bin wieder unterwegs. Das Dumme ist,
Erstens, ich habe einen scheiß Fahrradhelm da hinten rumbaumeln. Und das, obwohl der eigentlich im Grunde weggeschmissen werden kann, der ist so alt, dass der Schaumstoff, also beziehungsweise das Material, aus dem der halt ist, keine Ahnung, woraus Fahrradhelme genau sind, schon so alt ist, dass der eh nicht mehr die Festigkeitswerte hätte, die er haben müsste, um bei einem Sturz tatsächlich von Nutzen zu sein. Wir müssten also mal einen neuen kaufen. Ja, sollte ich wirklich auch mal tun. Ohne Helm fahren ist jetzt nicht gerade besonders Survival. So, aber die eigentliche Nachricht, aua, ist, dass die Nacht mir erstens einen steifen Rücken beschert hat und zweitens meine Knie wehtun. Ich habe ja kaputte Knie. Normalerweise merke ich davon wenig bei einem normalen Tag. Bei einem Wandertag, es kommt darauf an, wenn der Rucksack schwer ist, und die Strecke lang, dann brauche ich halt eben Stöcke. Ich brauche sie. Ich will sie nicht nur, sondern sie sind echt notwendig. Aua. Aber manchmal, so wie heute Nacht, kann es mir passieren, dass ich irgendwie ungünstig schlafe und meine Knie in einem dummen Winkel da liegen. Und das ist heute Nacht wohl offenbar der Fall gewesen. Das heißt, die tun jetzt weh. Das ist jetzt im einfachen Gelände kein großes Problem, so wie jetzt gerade. Ne? Hier, normale Waldstraße, da geht das ganz gut. Aber vor allen Dingen runter ist jetzt nicht so angenehm. Jetzt gucke ich mal. Oh, ich sollte mir abgewöhnen, dauernd irgendwelches Zeug, was ich noch mache, zu versprechen. Und nachher kann ich es nicht machen. Das ist dann blöd. Aber ich gucke jetzt mal, ob es noch klappt mit dem Steinbruch. Wie es meinen Knien bis dahin geht, aber das ist ein bisschen Kraxlerei. Ja, wie gesagt, mal gucken. Und sonst mache ich mich auf, ja, direktestem nicht, aber auf möglichst direktem Wege auf den Heimweg. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas, was ich unterwegs erzählen kann. Die Situation ist auch folgende: Ich habe nur noch diesen Akku hier. Ich wollte eigentlich über Nacht noch mal einen aufladen, habe ich natürlich vergessen, hat noch eine Powerbank dabei, aber das ist Kamerazubehör, ne? Kamerazubehör durfte ich mitnehmen. Ja, das heißt, mal gucken. Aber im Grunde, viel gibt es nicht mehr, ne? Irgendwas was bauen muss ich jetzt auch nicht mehr, Feuer machen kann ich nicht mehr, meine beiden Streichhölzer sind weg. Beziehungsweise, gut, ich könnte noch mit dem Hut Feuerstahl, könnte ich noch sehr fein geraspelte Birkenrinde theoretisch entzünden. Ja, aber brauche ich ja nicht. Davon abgesehen, inzwischen zusammenpacken hat doch ein bisschen gedauert. Einfach weil, wenn ich morgens im Wald aufwache, ich habe Schwierigkeiten. Und gerade wenn keiner da ist, der Druck ausübt, du musst jetzt zusammenpacken, wir müssen los, dann habe ich Schwierigkeiten in irgendeiner Form auch nur den Hauch von Hektik aufkommen zu lassen, weil ich sitze gerne morgens im Wald, wenn ich aufgewacht bin, also bis mir zu kalt wird. Aber mit blauer Jacke und Handschuhen und Mütze unterm Hut ließ es sich eigentlich ganz gut aushalten. Jetzt beim Laufen ist mir sofort super kuschelig, ist überhaupt kein Thema. Da wird jetzt auch gefühlt schnell wärmer, gefühlt. Oh, ist da hinten Schnee? Oh ja, tatsächlich, cool, hat ein bisschen was runtergemacht. Das ist schön. Ja, ich hoffe noch auf den richtigen Winter. Das wäre schön. Wir wollen nämlich auch langlaufen gehen, Chefin und ich. Chefin war noch nie langlaufen. Sie war früher viel Abfahrtski, hat sich dabei auch ein Knie geschrottet. Also nachhaltig geschrottet, Kreuzband und so Späße. Also durch. Und ja, deswegen probieren wir es jetzt mit der knieschonenderen Variante, nämlich Langlaufski. Ich konnte eh nie was anderes machen, weil ich habe erst angefangen, mich für Ski zu interessieren, als meine Knie schon Schrott waren. Das war bei mir kein Unfall, das ist bei mir angeboren, beziehungsweise Genetik, beziehungsweise was auch immer. Jedenfalls habe ich jetzt nichts dafür getan, dass die kaputt sind. Und ja, deswegen habe ich von vornherein gesagt, wenn Ski, dann Langlauf, habe auch eigene Langlaufausrüstung. War jetzt noch nicht so oft, wie ich eigentlich hätte gehen sollen, in Anbetracht dessen, dass so eine Langlaufausrüstung jetzt so billig auch nicht ist. Und es ist nicht die allerbilligste, die es zu kriegen war. Deswegen
bereue ich fast jeden Winter, in dem ich zumindest einmal ein bisschen rumgestorkelt bin auf den Dingern. Rumgestorkelt tritt es ganz gut. Mein Talent hält sich in Grenzen, aber es macht trotzdem Spaß. Ja, das ist die Hauptsache. Ich will ja nicht zum Südpol mit den Dingern, sondern lediglich zum Spaß ein bisschen im Schnee unterwegs sein. Bei uns oben im Schwarzwald gibt es viele tolle Loipen. Ah ja, und klassische Langlaufski, ja. Nicht diese Skating-Dinger. Das ist mir schon wieder zu fancy. So, ja. Das war der Morgengruß. Hier auf der ebenen Strecke geht's mit den Knien und dann gucken wir mal und genieße ich den Morgen und wünsche euch was.